Heute Q&A. War einfach Janis. Question and Answers. So machen das doch die großen YouTuber, sogar in Deutschland. Stolz, Deutscher zu bin. Er hat wieder ein paar coole Fragen gestellt und wir starten direkt mit der ersten Frage. Just Ehren Antihero, Frage, kann ich die erste Frage sein? Ja, du darfst. Ja, da kommt leider keine Frage mehr. Trotzdem, da bist du als erstes dran gewesen. Trashback, you like Sushi? Ich liebe Sushi. Mucho. Mimi gusta Sushi. Kurze Erklärung. Man sagt, das beste Sushi der Welt kommt nicht aus Japan, sondern aus Chile. Chileno. Frischer Fisch, trifft auf frische Avocado und geil gekochten Reis. Eingerollt, 40 solche Pieces, also Stückchen, ungefähr 10 Euro. Und ja, also ich stehe total drauf. Also Sushi hier ist mega geil. Also besser als jedes Fastfood auf der Welt. Mein Fahrrad und ich. Gibt es eine Verbindung zwischen Emblem und Janis? Ja, die gibt es. Ich bin Koch. Ich kann auch Sushi machen. Ich kann alles kochen. Es gibt sogar einige Kochvideos auf diesem Kanal. It's artichoke too much. Mit Cannabis. Too much. CBD. Wir machen hier nichts Illegales. Is it edible? Okay, Chile, es ist eigentlich egal. Soll ich mal wieder ein Kochvideo machen? Ich kann natürlich auch ohne Cannabis kochen. Und viele Grüße aus Chile zurück nach Deutschland. Rakos, Bruder, wann sollen wir mal ein Video starten? Ja, ich warte auch eigentlich mal. Hast du jetzt endlich mal einen Vorschlag? Lass mal was machen so. Wir haben ja schon ein paar Mal geschrieben und haben schon ein paar Mal geplant, aber lass uns doch endlich mal was durchziehen. Lundparadies fragt. Ist in Chile die Corona-Party auch schon angekommen? Nein, gar nicht. Nein, alles gut. Hier gibt's kein Corona. Aktuell 10 Fälle, glaube ich. Ja, willkommen in Stettin. Ja, Grüße erstmal nach Stettin. Lebensunterhaltskosten. Ja, ne, bei jedem ist ja unterschiedlich. Wir sind zu dritt mit einem Kind, also 4 Personen. Ja, Miete für großes Haus. 400 Euro, Auto, Internet, alles drum und dran, so mit Strom, Einkäufe, bist du so bei 800 Euro im Monat. Und davon kannst du sehr gut leben dann. Bioqualität vom Feinsten, gibt's alles auf dem Markt direkt nebenan hier bei mir. Dreimal die Woche kannst du mit 10 Euro einkaufen gehen, dann kannst du so viel Obst und Gemüse kaufen, kannst du gleich alleine tragen. Vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen, hinein ins Weekend Feeling. Mit Ott frischem Coffeeshop am Girlie Park geholt, hinein ins Weekend Feeling. Das einzige Ätzende in Chile ist, dass du halt solche Wasserkanister kaufen musst. Das sind so 6,5 Liter. Die musst du halt rumschleppen oder im Auto halt transportieren. Du kannst Wasser aus der Leitung trinken, natürlich, aber es schmeckt nicht so gut. Ansonsten so, ja, Strom, so, 10 Euro im Monat, Internet, 10 Euro, ne, Handy, kennst du ja, all diese Kosten kommen jetzt auf dich zu, so, ja, so 800 Euro kann man sagen. Und dann fragte Trashback nochmal, kommst du mal nach Wien? Ja, bezahlst du mir ein Flugticket? Ja, Wien, ich würde dich echt gerne besuchen. Du bist auf jeden Fall einer von den coolsten Jungs hier auf YouTube. Aber ich kann mir das einfach nicht leisten. So. Vielleicht sparen wir mal irgendwann zusammen. Machen eine Spendenumfrage hier. Sollen wir mal eine Spendenumfrage machen? Und wenn wir irgendwie 3000 Euro zusammen kriegen, dann treffen wir uns zusammen und machen fette Woche nur YouTube-Videos. Wir beide zusammen. Clever finanzieren mit Aiden. Der fragt mich, wie alt bist du denn? 31 Jahre jung. AG Maximus. Der schreibt immer so coole Sachen auf meinem Kanal. Und ich habe ihm letztens gesagt, er könnte eigentlich Kommentar des Monats hier werden. Und er hat dann halt sozusagen in Frage gestellt, Kommentar des Monats, Dankeschön, bla 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 bla. Wollen wir das einführen so, Kommentar des Monats? Oder einfach mal so ein Kommentarvideo machen so? Wollt ihr wissen so, wer die besten Kommentare abgeliefert hat bis jetzt? Schreibt hier drunter und kommentiert, was das Zeug hält. Community ist alles. Und stellt mir neue Fragen, das waren diesmal nicht so viele. Stellt mir doch mal außergewöhnliche Fragen. Ich beantworte sie alle fair und gerecht. Euer Janis, ciao. Da ist die Polizei, ist da. Ah, wegen Corona. Ich muss gehen, ciao.